Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Reality-Check hier in SimRail. Heute ist die Station Zawirchi dran. Denn das war so die allererste Station, die ich mir angesehen habe, als ich von Warschau da Richtung Katowice gefahren bin. Und da gibt es noch ein paar kleine interessante Änderungen hier für Zawirchi. Bevor wir jetzt aber hier mit dem Reality-Check anfangen, erzähle ich euch mal ganz kurz, wie ich überhaupt hierher gekommen bin. Und zwar bin ich in Warschau in den ICE 105 eingestiegen, von Warszawa Centralna bis nach Wien Hauptbahnhof und Sosnowiec. Ah, Zawirchi war der allererste Halt nach Warschau, weiter nach Sosnowiec Cloni, Katowice, Bohim und so weiter bis nach Wien Hauptbahnhof. Gefahren in aller Früh in der ersten Klasse, davon zeige ich euch jetzt hier mal ein Bild. Ein bisschen älter als wie das, was ich sonst so ein bisschen rumgefahren bin, aber man sitzt richtig angenehm drin, war eine sehr angenehme Fahrt. Sind noch einmal zwischendrin stehen geblieben, ich glaube wegen einer Überholung. Und gezogen wurde das Ganze von einer EP09. Da habt ihr jetzt einmal das Foto. Ihr habt es leider nicht besser reingekriegt. Aber als wir da gestanden sind, bin ich mal schnell mit der Kamera ran und wollte mal dieses Staubsaugergeräusch, wie man es aus TD2 kennt, mal ein bisschen aufnehmen. Sie hat nicht komplett hochbeschleunigt, aber so ein bisschen. Aber so laut wie in TD2 ist es gar nicht. Hier mal eine Aufnahme von innen. Wie ein Uhrwerk oder die SBB sind wir dann auf diesem Gleis hier angekommen. Grund dafür war, dass die andere Seite von diesem Bahnsteig gerade umgebaut worden ist. Denn Zawirchi sowie auch die anderen Stationen hier auf der Strecke werden alle komplett modernisiert. Am besten sieht man das in Betschin. Das Video ist ja schon öffentlich. Und ich versuche jetzt mal ungefähr den gleichen Blickwinkel hinzukriegen wie in dem Foto, was ich euch gleich mal zeige. Es müsste ungefähr so sein. Und da seht ihr jetzt die EP09, wie wir da gerade angekommen sind. Fahrgäste steigen gerade noch raus. Und dann habe ich es mir natürlich nicht nehmen zu lassen, dass ich hier da die Ausfahrt natürlich noch filme. So, da wären wir jetzt auch schon wieder im Spiel und wir machen weiter mit dem Vergleich. Und zwar geht's gleich mit dem Blick in diese Richtung weiter. Ich muss mal kurz schauen, ich glaube, ich bin ungefähr so plus, minus hier gestanden. Hier in der Mitte war halt so ein Bauzaun bis ganz nach unten, dass man halt hier nicht auf die rechte Seite kommt. Und dann habe ich ein Foto geschossen, das ist ungefähr, ja, ich würde mal sagen, ungefähr so. Ich blende euch das mal ganz kurz ein. Ja, mal schauen zu. Ja, es kommt zu plus minus hin. Was man da sieht in echt, haben wir jetzt hier dieses Zawirchi-Schild und der Anzeiger mit dem Perron. Der ist in echt ein bisschen weiter unten. Aber es hat auch da diese Lautsprecherbuchse. Und was man jetzt hier im Bild noch erkennt, auf der rechten Seite und auch auf der linken Seite, man sieht es besser rechts, sind die Signale alle doppelt. Die werden da alle gerade ausgetauscht. Grund dafür ist meine Vermutung, dass hinten ein komplett neues Stellwerk gebaut wird. Auch das zeige ich euch noch. Das konnte ich halt leider nur im Vorbeifahren fotografieren. Aber hier werden alle Signale momentan ausgetauscht und erneuert. Okay, dann schauen wir mal. Das nächste Bild, das geht so in diese Richtung hier rüber. Auf der Seite
Hier ist überhaupt nichts grün. Das ist hier Baustelle. Da muss ich mal kurz gucken. Ich konnte den echt halt nur ungefähr dastehen. Der Blick an dem Signal hier unten so vorbei, der ist momentan so. Und jetzt da ist schön Baustelle. Und dahinter wird es dann erst grün. Und dann kommen wir mal zu diesen Anzeigen hier unten. Denn auch die sind in der Realität etwas anders. Ja. Vor allem seit hier wird sich auch die ganze Zeit denken, warum stehe ich hier die ganze Zeit rum? Also, das sind jetzt momentan so die Anzeiger, die wir im Spiel haben. Stand 2021. Ich weiß, Simrail ist nicht aktuell. Will es, glaube ich, auch gar nicht sein. Aber die Anzeiger in der Realität sehen so aus. Die sind jetzt überall am Austauschen. Wo es noch die ganz alten Anzeige hat, das ist in Sosnovyi Glony. Aber dazu kommen wir dann später noch oder eventuell in einem eigenen Video, ich weiß es noch nicht. Aber das sind die aktuellen Anzeiger. Okay, dann das Stationsgebäude. Ja, jetzt mal gucken, das Foto habe. Habe ich dämlicherweise, glaube ich, irgendwie so gemacht. Ja, das kommt so ungefähr hin. Ich habe da das Z, sieht man da nicht so richtig. Und in der Realität sieht das Ganze so aus. Also ihr seht, das ist eigentlich richtig gut getroffen. Da kann man eigentlich nichts sagen. Also auch der Untergang, der links unten, ist in echt so. Gut. Das nächste wird euch vermutlich ein bisschen überraschen, wenn ihr das seht. Und zwar muss ich mal schauen. Ich glaube, das müsste ungefähr... Ja, wo bin ich gestanden? Ja. Also ein bisschen schummeln hier vom Standpunkt her. Das ist ungefähr der Blick hier. Ja, so plus, minus. Nur, dass ich ein echt bisschen weiter dahinter gestanden bin. Aber schaut mal, was jetzt da steht. Bam! Ein schöner neuer Bahnsteig da unten, wo sie auf zwei Seiten ranfahren können. Komplett neu und natürlich auch aktiv in Verwendung. Also gerade nochmal der Vergleich. Das ist natürlich schon nice, dass da jetzt aktiv hier Züge da unten fahren. Ich habe den auch noch mal etwas näher fotografiert. Also ich bin dann auch später rübergegangen. Also hier der Gang nach unten. Ah, die Treppe, die kann ich auch sagen, in echt genauso. Nur, dass momentan die linke Seite gesperrt ist. Man kommt hier nur auf der rechten Seite rauf. Und so plus... Oh ne, Moment. Ich sehe da gerade einen kleinen Unterschied. Die Gestänge hier sind blau. Und da unten auf der Wand hat es noch ein Schild, wo nach links und rechts zeigt, wo man halt gehen kann. Und dieses Geländer da ist grau. Das passende Bild dazu kommt ungefähr so. Machen wir das Bild rein. Da seht ihr jetzt da die Baustelle und hinten der andere Bahnsteig. Und eben das ist ein Schild. Ich merke gerade, da fehlt auch noch ein anderes Schild. Aber so plus minus in die Richtung. Ja, kommt schon hin. Kommen wir zum Bahnhofsgebäude. Also ich werde... Ich würde es irgendwie toll finden, wenn ich noch irgendwie auf die andere Seite kommen könnte. Aber da haben wir eine unsichtbare Wand. Vielleicht von der anderen Seite. Von dem Bahnsteig hier aus. Kann ich da ein bisschen schummeln? Ja, das ist schon mal besser. Gehen wir mal auf diesen Vorplatz hier hin. Denn als ich hier ausgestiegen bin, bin ich hier rausgegangen. Bin hier ein bisschen in die Stadt rein. Naja, okay, weiter kann ich nicht. Also die Straße geht tatsächlich hier so rauf. Und ich hier weiter runter. Ja genau, da geht es dann hier runter. Bei der Abstraße dann rauf. Da vorne hat sie dann einen Kreisverkehr. Jetzt nach links weg. Da hat sie eine Tankstelle. Bis dahin bin ich gegangen und dann wieder retour. Aber ich habe von dem Bahnhofsgebäude hier noch ein schönes Foto gemacht.
Mal kurz gucken. Ah ja, nee, ich habe sogar ein Foto von dem Blick auf dem Schild hier. Mal schauen, vielleicht kriege ich das hin. Es ist halt hier echt in echt ein bisschen runder. Es müsste ungefähr so dieser Blick sein. Das ist jetzt die Realität da. Schön, dass das Schild da so entsprechend richtig da ist. So richtig schöner Altbau da hinten. Okay, das Bahnhofsgebäude. Das wollte ich ja eigentlich jetzt hier zeigen. Ah, oh, diese blöden unsichtbaren Mauern hier. Okay, das ist das Bahnhofsgebäude. Und jetzt zeige ich euch, wie es in echt da aussieht an diesem Vorplatz. Und zwar so. Bin ich ein bisschen weiter hinten gestanden. Aber ich denke, es reicht so zum Vergleich. Vielleicht mal ein bisschen so. Türen sind vielleicht ein bisschen anders. Aber ich denke, das passt schon. In der Regel gehst du ja nicht hier nach hinten rein und schaust dir das an. Also, nah genug. Okay, wie sieht es denn im Bahnhof drinnen aus? Wenn man durch diese Haupttür hier geht, dann hat man folgenden Blick. Das ist in der Raum. Das war zu meiner Zeit überhaupt nichts los hier. Der Anzeiger oben hat auch nicht funktioniert. Und zur rechten Seite konnte man durchgehen. Da war noch so ein kleiner Kiosk, also dahinter der Kaffeemaschine. Und dann ist man raus auf die Plattform gekommen und ansonsten halt nach hinten wieder raus. Nicht wahnsinnig speziell, aber das ist das Bahnhofsgebäude. Okay, was habe ich denn sonst noch Interessantes? Von draußen gar nichts mehr. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zum neuen Bahnsteig rüber. Sedele. Mal schauen, vielleicht lässt er mich ja hier so durchgehen. Wäre natürlich schön, wenn es umgekehrt funktionieren würde. Ah ja, umgekehrt funktioniert es. Alles klar. So. Rüber zu diesem Spaßplatz hier. Ah, das hier ist jetzt hier alles komplett neu, beziehungsweise ich glaube sogar, die haben das hier abgerissen und ein bisschen versetzter Bahnsteig ist jetzt dann hier so in der Mitte drin. So wirkt es zumindest. So, jetzt zeige ich, dass ich ungefähr das gleich habe wie in dem Bild. Warte, Moment. So, jetzt habe ich das Bild gefunden, nachdem ich gesucht habe. Und zwar stehe ich quasi auf der Ecke von diesem neuen Bahnsteig und schaue so nach unten. Und ja, das kann von der Position her gar nicht ganz stimmen, wo das jetzt hier ist. Oder es ist halt eben abgerissen worden. Zeige ich mal ganz kurz das Bild. In der Realität, wo ich so nach hinten gucke. Aber seht ihr, das ist hier alles neu. Und wenn wir jetzt hier mal die Gleise zählen, wir haben das direkt am Bahnsteig. 1, 2, 3, 4. Also am vierten Gleis ist das ein neuer Bahnsteig. Und wenn wir das jetzt mal in Simrail angucken, das vierte Gleis, da ist 1, 2, 3, 4. Der Bahnsteig der neue, der ist hier. Ungefähr. Das da hinten haben sie dann komplett abgerissen. Also mal kurz schauen, ob wir das so vom Blick ungefähr hinkriegen. Ja, so einigermaßen. Ja, es passt natürlich von der Höhe nicht ganz. Aber hier ist der Bahnsteig und dann das andere Gleis geht da so hinten rauf. Das ist dann vermutlich eins der ehemaligen Gleise da hinten. Beziehungsweise haben wir da hinten so einen Schlenker drin. Ja, Tatsache. Ja, das ist dann das andere Gleis. Also das hier ist weg, das da hinten auch. Das sind die ganzen Baustellenfahrzeuge, ich tue es nochmal gerade einblenden. Und das Gleis bei mir jetzt so draufstehen, das ist das andere Bahnsteigsgleis. Dann haben sie das hier alles abgerissen und hier nochmal neu gemacht. Und vermutlich unten wieder zusammengeführt. Ich bin leider nicht auf das Ende von dem Bahnsteig gegangen, zu schauen, wie es da unten dann aussieht. Aber ich glaube, das geht dann unten hier wieder zusammen. Weil Züge sind definitiv von der Richtung da auf den oberen Bahnsteig eingefahren und sind nach da unten wieder rausgefahren. Okay, wie sieht der Bahnsteig nach unten aus?
ungefähr Blickrichtung. Naja, mal kurz schauen. Man sieht das Signal hier. Wird man sagen. Also ihr müsst euch jetzt vorstellen, wir wären jetzt irgendwie höher. Das ist der Bahnsteig, wenn man nach unten sieht. Da sind wir auf der rechten Seite, auch da, wo sie die Signale erneuern. Da stehen halt jeweils zwei da. Das zweite vermutlich dann für das neue Stellwerk. Da ein Teil von diesem Bauwagen noch. Und darunter der ganze neue Bahnsteig. Tutti, komplett die neu. Entsprechend haben wir auch die Anzeigen teilweise nicht funktioniert. Aber das dürfte erst vor kurzem aufgegangen sein, so wie das aussieht. Man sieht da teilweise noch die Baustellenreste. Hier auf der Seite habe ich dann nochmal ein neues Foto gemacht bezüglich dem Signal. Ich muss das hier nochmal neu machen. Es ist ungefähr, mal schauen, würde man sagen. Ja, so geschossen. Hier einmal die Realität und nochmal Simrail. Also man sieht, die Signale stimmen zum Beispiel grundsätzlich. Werden aber jetzt hier ersetzt. Ich habe dann noch den Blick ein bisschen weiter nach da unten. Mal schauen. Da, wo das Signal jetzt hier ist, ist auch ein zweites. Sieht ungefähr so aus. Alles mega Baustelle. Und gesperrt da drinnen. Und dann habe ich noch ein letztes vom Signal E2. Das ist bei dem Bahnsteig hier. E2. Ja, genau. Oder? Ja, ja. E2M. Eine kleine Ziffer. Ja, das ist soweit authentisch. So, gehen wir hier nochmal Vergleich. Realität dahinter das neue Signal und man sieht auch da links diese kleine Abstellgruppe, die geht auch da hinten zusammen. Also auch das ist erhalten geblieben, nur momentan halt nicht unter Verwendung. So nochmal der Vergleich. Da fällt man gerade auf, das Gebäude da, das steht eigentlich hier, aber nicht da vorne. Beziehungsweise passt es so gar nicht. Und wenn man das Bild noch mal jemand mal reinmacht, da seht ihr den Übergang. Also auf der linken Seite von diesem Übergang ist nichts. Da sind halt nur diese Bäume da. Kleine Details. Aber sieht man so halt ganz gut. Das nächste, was wir uns anschauen, ist der Kollege hier. Denn vom Fahrplan, den man hier digital sehen kann, habe ich auch mal ein kleines Foto gemacht. Und zwar dieses hier. Damit ihr mal seht, wie hier in echt Züge fahren. Also das ist jetzt vom Zeitraum von 9.50 Uhr bis, wohin jetzt, 11.30 Uhr. Und was man jetzt hier ganz gut sieht, gehen wir mal zum Beispiel nach Katowice. Katowice, 9.51 Uhr fährt hier ein Zug. Der nächste nach Katowice, wollen wir mal kurz schauen, geht erst um 10.19 Uhr. Dann geht der nächste um 10.42 Uhr und dann wieder erst 11.13 Uhr. Also so oft fahren die Züge hier gar nicht. Also wenn ihr da unterwegs seid, rechnet damit, dass ein bisschen weniger los ist, als wie beispielsweise jetzt hier in Simrail. Aber kann man natürlich verstehen, sonst wäre es natürlich in Simrail hier ein bisschen weniger los. Und könnte dann langweilig werden. Okay, was ich noch Schönes habe, wenn es denn mitmachen würde. Ich habe da nochmal so einen modernen Giebel fotografiert. Das ist ungefähr... Oh, mir fällt gerade auf. Die Poller hier... Stimmt irgendwie der Abstand nicht so ganz. Man sieht das an dem Foto ganz gut. Also, wenn man sich das jetzt mal hier so ansieht und man schaut sich die Realität an, die Poller sind viel weiter innen im Bahnhof drin. Also wie da. Das Dach ist auch dann auch irgendwie schmäler. Das passt nicht so ganz von der Proportion. Naja, kleine Details, ansonsten passt es eigentlich. Was hier auch noch gesehen habe, das ist ein kleines Baufahrzeug. Das stand da gerade da hinten, wo der Kiebel gerade ist.
Der ist da hinten in diese Abstellung rein und die haben dann an der Oberleitung irgendwelche Sachen gemacht. Wobei, ich glaube, da brauche ich jetzt nicht nach hinten gehen, ich kann einfach das Bild zeigen. So, das war der Kollege, der da rumgefahren ist. Und dann ging es für mich weiter in Richtung Katowice. Und da musste ich mal ein bisschen auf den Bahnsteig hier hinten warten. So. Übrigens, Rauchen verboten. Am Bahnhof. Gilt eigentlich für jeden Bahnhof. Generell, beziehungsweise ÖPNV-Areas. So, und ungefähr... Ja, ich glaube... Hier so bin ich gesessen und habe dann noch ein paar interessante Vorbeifahrten gefilmt. Die erste war ein Express mit einer offenen Klappe vorne. Eine coole Sache habe ich hier auf dem Bahnsteig noch gesehen, und zwar war das hier unten, wenn man da so runterschaut, auf dieses Häuschen, dann gab es da ein richtig geiles Painting, das ist das hier. Das ist doch mal richtig geil gemacht worden, oder? Sieht Hammer aus. Und ich hoffe, das bleibt hier noch ein bisschen länger. Das ist quasi hier, da unten. Okay, ich würde sagen, wir werden Zawirci jetzt erstmal verlassen, wir fahren jetzt mal bis zum Stellwerk. Und werden mal das Stellwerk vergleichen, wie es in echt aussieht und hier in SimRail, inklusive der Abstellung dahinter. Das heißt, wir machen mal die Türen zu hier und werden mal losfahren. So, das sollte reichen. So. Was ich da vorne jetzt leider, dass ich endlich mal losfahre. Nur, dass ich gleich wieder stehen bleiben werde. Na, oh, da vorne haben wir es dann auch schon. Ja, rennen die Eisen. Das reicht. Einmal raus hier bitte. Dankeschön. Im Multiplayer könnte man das einfach nicht machen. Also kann man schon, aber wird dann nicht lange dauern, bis dann jemand hier rausschmeißt. Okay. Also, Stellwerk von Zawirci. Stand jetzt. Hier habe ich für euch mal das Bild, wie es in der Vorbeifahrt gewesen ist. Also ich würde sagen, sieht 1:1 genau gleich aus. Aber von den Schildern her passt es. Das Einzige, was unterschiedlich ist, die weißen Boxen da unten. Die sind in SimRail nicht da. Aber es könnte aber auch sein, dass das von dem Umbau kommt. Und jetzt ist es so, hier weiter rechts, da weiter unten, ungefähr da steht jetzt das neue Stellwerk von Zawirci. Mal schauen. Ah, ich habe gerade noch ein anderes Foto gefunden. Ist da. Wie gesagt, beim Vorbeifahren, Fotografieren ist halt ein bisschen doof. Mal kurz gucken. Wo ist das eine Foto? Profi-Effekt. Muss ich mal kurz manuell suchen. So, hier ist das Foto. Ich habe es leider nicht besser hinbekommen. Das ist das neue Stellwerk da unten. Also ich vermute mal, dass es das neue Stellwerk ist, weil es sieht halt aus wie ein Stellwerk. Mit der großen Glasfront. Aber ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass es kommt. Und dann im letzten Augenblick sehe ich es noch und habe diesen
Shot hier noch hingekriegt. Das letzte, was jetzt hier noch überbleibt, das ist quasi die Abstellung da unten. Auch da werdet ihr dann sehen, dass viele Signale ausgekreuzt sind und doppelt dastehen, zwecks der Erneuerung. Ich würde sagen, Film ab. Und das war es leider auch schon mit dem Reality-Check. Jetzt habt ihr hier da unten noch die Vorbeifahrt gesehen, inklusive noch bis zum Anfang von Lazy. Das war soweit das ganze Material, was ich hier von Zawirchi habe. Es ist jetzt noch das neue Klone ausstehend und Katowice. Da ich bei beiden nicht sehr viel habe, denke ich mal, wird das eine Folge sein, wo ich beides zusammen mache. Und dann habe ich soweit mal das gecovert, was ich covern konnte. Ich werde auf jeden Fall nochmal nach Polen reisen und dann ein bisschen expliziter die Videos und Fotos machen, damit ich solche Sachen besser präsentieren kann. Denn ihr habt die Fotos einfach mal so just for fun gemacht, mit der eventuellen Intention, da ein Video draus zu machen. Aber ja, hätte ich ein bisschen besser machen können. Trotzdem habt jetzt mal so einen 1:1 Vergleich zu SimRail und wie es in der Realität im Jahr 2024 aktuell ist. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch einen Daumen nach oben da und dann bis bald hier in SimRail. Gute Fahrt! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.